Moin moin meine Freunde und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Und ich habe eine Frage an euch. Seid ihr bereit für das Finale des Battle City Turniers? Yami Yu gegen Yami Marik steht an. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein. Die Zeit ist gekommen für den finalen Zweikampf. Yugi gegen Marik mit dem Schicksal der Welt in der Schwebe. Ich habe auf diesen Moment mein ganzes Leben gewartet. Bald wird deine unendliche Macht mein sein. Marik, nicht nur werde ich dich besiegen, ich werde dich auch aus der Dunkelheit, die dich steuert, befreien. Hahaha, das würde ich jetzt gerne sehen. Und direkt rein ins Duell. Batteriemann, Mikrozelle, 100-100, nice. So, wir haben den ersten Zug. Ich weiß gar nicht, ob wir mit Obelisk und Slifer im Deck spielen, ich glaube ja. So. Zuflucht der Unterwäldler. Beschwöre ein Metall-Unterwäldler-Spielmarke. Als Spezialbeschwörung. Diese kann nicht angreifen. Der Gegner hält einen Kampfschaden, den du auskämpfen. Okay. Brauchen wir nicht jetzt. Jetzt brauchen wir dich hier. Und dich hier. Wobei, wir aktivieren dich doch trotzdem mal. Erstmal eine Defensivposition. Und dann sollten wir im nächsten Zug eigentlich ein schönes Monster beschwören können. Monster können was? Das ist doch scheiße. Zahlen wir diesen Zug einmal. Wir haben den dunklen Paladin, alles klar. Wir rufen jetzt aber den Buster Klingenkämpfer. Battlephase bringt nichts, da wir nicht angreifen können. Gehen wir direkt in die Endphase über. Okay. Wenn du meinst, dass das sinnvoll war. Ich werde es bereuen, dass ich direkt angreife. Oder auch nicht. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. So, mal sehen, was Marik noch so in der Hinterhand hält. Ich ahne böse Dinge, vor allem bei den ganzen verdeckten Karten. Falls du ein Monster von Typ Hexer kontrollierst, wieder ein Monster, das du kontrollierst, bietet das Gewirr des Bad. Okay, das ist ganz nett, sag ich mal. Wir spielen nochmal Kuribo im Verteidigungsmodus. Gehen in die Angriffsphase über. Und greifen ihn hier an. Glück gehabt. Sehr schön, dass wir ihn nicht zum Angriff zwingen können. Das ist interessant, weil das in deiner Hand. Ja, okay. Aber müssen wir mal gucken. Das Problem ist halt, dass Marik echt extrem viele Effektmonster hat. Scheiße. Das ist nämlich schon mal die Kacke hier. Welche Zauberkarte haben wir hier nochmal? Magiatische Dimension, alles klar. Ritter des Königs, beschwören. Gehen in die Battlephase über und zerstören sein letztes Monster hier. Der Wiederbelebungsstein.
Kann für die Kosten von 1000 Lebenspunkten wiederbeschworen werden. Das ist in Ordnung. Nee, warte, was? Ja, okay, damit können wir leben. Aber jetzt müssen wir hoffen, dass Marek keinen sicken Shit zieht. Ja, ja, ist in Ordnung. Okay, er zieht nix. Das ist sehr angenehm. Warte mal. Hexe? Dass du kontrollierst, bitte, das gibt jetzt hier das Attribut. Ja, doch, machen wir so. Ja, möchte ich. Effekt aktivieren. Wir bieten dich als Attribut. Spielen den dunklen Magier. Und ja, ich möchte ein Monster zerstören. Nämlich seins. Jetzt gehen wir in die Battle-Phase über. Machen 4k Damage. Machen wir nicht. Dein Ernst? Nein. Warum aktivierst du die denn jetzt? 3000 Defensive. Eieieiei. Das ist scheiße jetzt. Das ist jetzt richtig ätzend. Topfdeck hier. Noch ein verdecktes Monster. Die Spiegelkraft ist okay. Oh, wieder der Wiederbelebungsschleim. Böde! Wir bräuchten die Buster-Kling-Kämpfer vom Friedhof. Wobei, selbst das wird nicht ausreichen. Ja. Slifer. Battlephase. Och nein. Ich ahne ganz ätzende Dinge für den nächsten Zug. Allein schon durch den Fakt, dass er nur noch knapp 1000 Lebenspunkte haben wird. Marek, I dare you. I fucking dare you. Ich glaube ganz stark, dass im nächsten Zug der geflügelte Drache des Ra kommen wird. Und das ist nicht gut, ey. Das ist nicht gut. Ja. Ja. Und jetzt kommen drei Opfer. Kommst nicht? What? Davon war ich jetzt eigentlich ziemlich fest ausgegangen. Bist du jetzt nochmal so blöd? Oder? Killt er sich jetzt selbst? So dumm kann die KI nicht sein. Danke. Okay. Mission Ra rufen, erstmal erfolgreich vereitelt. Trotzdem noch die Frage, wie kommt man an seinen 3000 Death-Monster vorbei? Vermutlich indem wir abwarten, bis wir hier genug Monster haben und Slifer mit genug Damage rufen kann. So. Hat ihm überhaupt nichts gebracht, dass er seinen Wiederbelebungsschleim andauernd eingesetzt hat.
Aber soll mir sehr recht sein. Jetzt müssen wir irgendwie zusehen, wie wir ihm Damage machen können. Mal sehen. Wiedergeburt. Er nimmt meinen Wasserklingen. Das finde ich aber ganz schön scheiße. Beziehungsweise finde ich gar nicht. Ja, okay. Er kann jetzt nicht angreifen. Die spielen wir nicht. Und damit hätte er 2000 Angriffspunkte. Das reicht noch nicht. Wir beenden unseren Zug direkt. Und hoffen, dass er uns angreift. Ja, das ist gut. Nee, dann nicht. Ja. Dann möchten wir jetzt nämlich den Effekt aktivieren. Nein, möchte ich nicht. Nein, möchte ich immer noch nicht. Nein! Junge. So, wir hätten jetzt 3000 parat. Wir warten trotzdem nochmal einen Zug ab. Damit wir ihn auch wirklich zerstören können. So, Slifer, komm auf den Platz. Aufs Feld. You know what I mean. Battle-Phase. Geht diesen Zug noch nicht. Ist clever von mir. Ich bin dämlich. Erhöhe der vom was? 3500. Okay, damit können wir noch leben. Tut mir leid, mein Freund. 5000 Angriffspunkte bei Slifer. Wir gehen nochmal in die Main Phase 2. Gehen auf Nummer sicher, setzen einfach nochmal die Karte hier. Dass wir einen Angriff von ihm unterbinden können, wenn es dazu kommen sollte. Oh. Ja. 1500 Angriff. Battlephase. Nein, nein, ich will keine Scheißkarte aktivieren. Okay, kein Effektmonster. Die Zeichen stehen auf Sieg für uns. Mal sehen. Endphase. Uiuiui. Ui, ui. Greifen direkt an. Bootsmarik ist besiegt. Bam! Battle City gewonnen, liebe Leute! Meister Marik! Bruder, bitte sag mir, dass es dir gut geht. Marik, es ist vorbei. Deine böse Seite wurde für immer verbannt. Es ist endlich vorbei, mein Pharao. Ja, und die Finsternis ist von deinem Herzen gehoben. Marik hat das Böse überwältigt, das ihn so lange kontrollierte. Mein Pharao, ich danke dir. Du hast die Menschheit gerettet. Wir haben es geschafft. Ich hätte nie gesiegt, wenn es nicht für alle von euch gewesen wäre. Pharao, sei sicher, dass jeder, der von meiner dunklen Seite ins Schattenreich verbannt wurde, zurückkehren wird. Danke. Ich habe noch eine Aufgabe zu erfüllen, bevor meine Wächtermission abgeschlossen ist. Bezeuge das Geheimnis des Pharaos Macht auf meinen Rücken eingeschrieben. What the fuck? Diese Markierungen wurden von meiner Familie von Generation zu Generation für 5000 Jahre weitergegeben. Uns wurde beigebracht, dass als der antike Pharao die Welt rettete vor der Zerstörung,
er seine Gedanken sauber gewischt hat. Aber er wusste, dass er eines Tages zurückkehren würde und er seine Erinnerung zurückbraucht. Er vertraute einer Familie mit sein größtes Geheimnis, der Schlüssel zur Entriegelung seines Geistes und seiner Macht. Nachdem du nun die drei ägyptischen Götterkarten des Millennium Puzzle hast, ist alles, was du noch tun musst, die Worte auf Mareks Rücken lesen. Du bist so nah. Es ist Zeit für uns jetzt zu gehen, Pharao. Bitte nimm dies. Der Millennium-Stab gehört mit dir, wo er keinen Schaden mehr verursacht. Danke. Und nimm auch dies. Der Millennium-Ring ist am sichersten mit dir. Mit Yugi nun im Besitz aller Millennium-Gegenstände und die drei ägyptischen Götterkarten konnte er nun sicherstellen, dass die Schattenspiele nie wieder zurückkommen würden. Ja, da haben wir den geflügelten Drachen des Ra und den metallisch reflektierenden Schleim und den Schleimverteidiger. Liebe Leute, jetzt wartet noch das finale Duell auf uns, aber dem widmen wir uns in der nächsten Folge. Yugi gegen Yami Yugi, um die Geheimnisse seiner Vergangenheit aufzudecken. Muss Yugi im Duell besiegt werden? Ich hoffe, ihr habt Bock drauf. Ich hab richtig Bock drauf. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, bis die Tage. Ciao!